Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Und ich habe jetzt hier ein bisschen was gemacht. Wir gehen mal kurz auf die Karte. Ja, ich hatte hier den Turm noch nicht eingenommen, das habe ich jetzt nicht mehr direkt gemacht. Ansonsten habe ich ein paar Kisten eingesammelt. Es ist alles immer noch ziemlich voll mit irgendwie Informationen, die einfach keine Sau braucht. Und ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen gesammelt. Dann bin ich auf diese Tür hier gestoßen, die nicht markiert ist, da wo wahrscheinlich diese Truhe drin sein soll. Und da habe ich überlegt, hey, warte, falsche Tasten, so. Es würde langsam Zeit, seinen Charakter ein bisschen anzupassen, und zwar die Fähigkeiten. Wir haben hier zum einen Nahkampf, lernen Sie Stangenwaffen zu meistern, um starke Angriffe einzusetzen. Lernen Sie Schwerter und andere Klingen zu meistern, um starke Angriffe einsetzen zu können. Ein Angriff, der den Gegner aus dem Gleichgewicht bringt und ihn kurzzeitig betäubt, ist natürlich alles schön und gut. Das kostet alles spezielle Assassin-Punkte. Wir haben 6 davon, das seht ihr oben links als zweites. Das heißt, wir müssen die schon gut einsetzen, und das hier können wir sowieso noch nicht benutzen. Ein tödlicher Schlag gegen einen hilflosen Gegner zum Ausführen, ja, das ist nicht schlecht. Fernkampf haben wir selbstverständlich auch. Die Fähigkeit, Fernkampfwaffen wie Pistolen und Musketen zu verwenden. Ja, das klingt natürlich schon mal richtig gut. Die Fähigkeit, einen Auffüllpunkt zu erschaffen, an dem Sie und Ihre Mitstreiter Bomben, andere Verbrauchsgegenstände erhalten. Ja, okay. Ein Geldbeutel, der geworfen werden kann, um Menschenmengen anzulocken, wenn er ausgerüstet ist. Ja, gute Geldverschwendung. Eine Leuchtbombe, die Gruppen von Gegnern betäuben kann. Das ist alles recht armselig, muss man zu sagen. Die Phantomklinge. Die ist cool. Durch die Verbesserung der Phantomklinge kann diese ohne Nachladen zweimal abgefeuert werden. Oder Berserkerklingen verschießen. Oh, Phantomklinge. Wir kriegen eine Phantomklinge irgendwann. Diese Bombe erzeugt eine große Giftgaswolke, die jedem Schaden zufügt. Also das ist alles schon ganz cool. Hier können wir unsere Gesundheit noch verbessern. Die Fähigkeit, Spieler in der Nähe teilweise zu heilen, wenn sie ausgerüstet ist. Joa, die Fähigkeit im Kampf, etwas mehr Schaden auszuhalten. Heißt mehr Leben, pipapo. Ich gehe selbstverständlich auf Schleichen, weil das ist halt das, was ich brauche. Und hier haben wir halt auch Schlossknacken-Lehrling. Davon kaufen wir den schon mal. 4 Punkte haben wir noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die Punkte herbekomme. Was ich gesehen habe, das ist noch ganz cool, verkleiden. Damit können wir, ja, die Fähigkeit des Adlauge mit anderen Spielern zu teilen. Das brauchen wir nicht, ne? Einen tödlichen Schlag gegen 2 Ziele in der Nähe. Das ist auch nicht schlecht. Die Fähigkeit, durch alltägliche Handlungen wie das Sitzen auf einer Bank oder das Lehnen gegen eine Wand unterzutauchen, gehen Sie einfach zu einem solchen Objekt. Ich werde definitiv das hier, das Doppelattentat, nehmen. Das ist mir noch ganz wichtig. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Schlossknacken funktioniert. So. Du sollst dich da nicht verstecken, du sollst das Ding aufknacken. Also, drücken Sie A, wenn die Anzeige im sicheren Bereich ist. Willst du mich verarschen? Was war das denn hier? Okay, komm, scheiß drauf. Wir machen weiter. Es kann gut sein, dass wir Assassinenpunkte hier durchbekommen. Oder hier durch. Oder durch irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall im Laufe der Zeit sehen. Wir werden auf jeden Fall zur Hauptmission weitergehen. Ich meine, das sind auch noch ganz interessante Missionen und so, aber ja. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist halt die Mission, die wir jetzt gerade am Laufen haben. Die werden wir mal beenden. Ich hoffe, das wird so einfach, wie ich es mir vorstelle. Ist hier die Truhe drin? Nö. Ich habe keine Ahnung, wo die Truhe ist. Aber, huch! Den Dieb will ich noch rammen. So, wenn er gerade schon hier lang gelaufen ist, ne? Das gönne ich mir. Dankeschön. Ja, ich habe ein paar Mini-Missionen abgeschlossen. Ich habe mich ein bisschen vertraut gemacht mit Assassin's Creed, indem ich hier rumgelaufen bin und Truhen gesammelt habe.
habe ein paar Kämpfe gemacht, habe mir den Skillbaum angeguckt. Was hatten wir eigentlich da noch bei Charakteranpassung? Ausrüstung, ne? Ja, Waffen und so ein Kram, Boosts. Stimmt. Das hatten wir auch noch. Wir haben gerade mal 100 von diesen DNA-Dingern. Erhöht für 3 Minuten deutlich den angerichteten Schaden. Ja, ganz ehrlich. Das ist doch. Das ist Kacke. Das ist einfach nur Kacke. Das ist einfach nur Win to Pay oder Pay to Win, bis er sagt, falsch rum. Pay to Win ist es und das ist einfach zum Kotzen. Und ich werde das auch nicht ein einziges Mal nutzen, weil es einfach nur scheiße ist. Die wollen dich davon abhängig machen. Die geben dir am Anfang diese Punkte, damit du sie ausgeben kannst. Und dann gibst du sie aus und merkst, wie stark du geworden bist und freust dich dann einen Keks, weißt du? Und dann irgendwann investierst du halt selber Geld drin, weil du es nicht abwarten kannst, bis du wieder den Boost haben kannst. Habt ihr den Treueeid geleistet? Guten Tag, Bürger. Na, komm zurück! Ganz geheim, ganz geheim. Niemand hat's gesehen. Niemand hat's gesehen. Jetzt machen die sich gegenseitig fertig. Gut. Ich habe nichts damit am Hut. Ich bin da mal weg. Das Einzige, was ich machen könnte, ist hier mal kurz hochlaufen. Aber ich glaube, das Ding, was da gesucht wird, das ist im Haus. Ja, ich habe ein paar von diesen komischen Symbolen eingesammelt. Hat mir natürlich im Endeffekt nichts gebracht. Keine Ahnung, vielleicht muss ich auch Erfahrungspunkte sammeln, um an diese Assassinen-Punkte ranzukommen. Ich habe keine Ahnung. Der wird sich doch da oben befinden, das weiß ich doch. War das nicht der, den wir schon mal gesammelt haben? Der dann respawned ist? Das kommt mir so saubekannt vor. Naja. Jetzt bin ich hier oben. Und wie komme ich runter? Ich sehe kein Heuding des Kirchens. Heu? Ja, gut. Ich hoffe einfach mal, dass da hinten irgendwas ist. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Gibt es hier überhaupt einen Heuhaufen? Na gut, klettern wir runter. Das erste Mal in Assassin's Creed, dass man keinen Heuhaufen in der Nähe hat. Ja cool, jetzt stecke ich hier fest, oder was? Ich muss nicht behaupten, also... Ich habe das Spiel jetzt ein bisschen gespielt. Es ist jetzt nur eine halbe Stunde oder so, die ich einfach so für mich hingespielt habe. Aber ich habe eindeutig gemerkt, das Spiel ist ganz schön buggy. Man muss dazu sagen, die ganze Affäre um Ubisofts zu viel rum... Spielemachereien, die haben ihre Berechtigung. Die haben einfach ihre Berechtigung. Das Ganze ist ziemlich verbuggt. Und ich bin froh, dass ich es jetzt auch mitbekommen habe. Naja, wie gesagt, im Groben und Ganzen ist das Spiel nicht schlecht. Hat viele gute Ansätze. Allerdings ist es ziemlich träge und nicht so dynamisch, wie eigentlich Assassin's Creed sein sollte. Jetzt muss ich den auch noch fertig machen. Ja, wir haben ein bisschen Geld. Vielleicht gucke ich gleich mal nach einem neuen Schwert oder so. Das wäre vielleicht nochmal eine Alternative, damit ich ein bisschen mehr Schaden machen kann. Lebt da noch irgendwas? Ich würde schon sagen. So. Zack. Erstmal alles plündern, weil ich Heilung brauche. Medizin ist nämlich nicht schlecht. Ja, so. 3 Stück habe ich noch. Na gut. So, unsere Aufgabe besteht jetzt nämlich darin, da irgendwas zu klauen. Und wir haben hier überall kleine Quests, die sind verdammt schwer. Und was ich auf jeden Fall mit euch machen werde, ich werde nicht alle Nebenquests machen, aber ich werde so ziemlich viel mit euch machen. Das sind halt diese Lupenaufträge, diese Detektivaufträge, sagen wir es mal so. Da habe ich ehrlich gesagt Bock drauf, wenn es natürlich immer wieder dasselbe wäre. Werde ich es dann auch nicht tun. Aber wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, werden wir es auf jeden Fall direkt mal anpeilen. So, jetzt frage ich mich natürlich, haben wir schon... Nö, wir haben 0 Punkte. Oder kriegen wir diese Punkte durch Missionen, durch Hauptmissionen? Man weiß es nicht.
So. Ich muss in dieses Gebäude rein. Sieht auf jeden Fall betretbar aus, aber woher, wodurch? Der vorausgesagte Mord. Wenn ihr Verbrechen aufklären wollt, könnt ihr nicht einfach hergehen und den ersten Verdächtigen, den ihr trefft, ins Zuchthaus werfen. Nein, nun, natürlich könnt ihr das, aber dann erwischt ihr fast über den Falschen. Ja, das haben wir schon mal durchgelesen, ne? Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Okay. Die Leiche untersuchen. Kloster. Ah, wenn es nur nicht so vollgepackt wäre. Ich meine, guckt euch an. Das Navigation ist kaum vorhanden. Ja gut. Sollten wir es finden, werden wir es machen. Das ist mein Geld. Das ist aus meinem Laden. Das gehört jetzt mir, Madame. So, Dankeschön. So. Massensequenzenbänden bringt uns auch nichts, okay. Gut, was soll's. Machen wir halt erstmal die eine Quest, die wir jetzt schon irgendwo im Angriff genommen haben. So. Vielleicht ist die auch grün markiert, vielleicht die hinter uns grün markiert, ich habe keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall erstmal machen muss, ist da hochkommen. Wir müssen nämlich noch was klauen für unsere Angestellten. Solche Quests werde ich machen, so andere Nebenquests, eher nicht. Wenn die ganz schweren Quests interessant sind, können wir die gerne auch machen. Das könnt ihr halt mal was dazu sagen. Wenn ihr es möchtet. Ich muss hier, glaube ich, durch, oder? Ich finde das Klettern immer noch sehr merkwürdig. Es ist halt irgendwo nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich hoffe, das wird dann im nächsten Assassin's Creed behoben sein. Das ist ja bereits draußen. Ich habe es noch nicht gespielt. Und würdest du... Um Gottes Willen! Das meine ich. Ist echt grausam. Ja, hier war ich schon mal drin. Da wollen wir was zum Einsammeln. Deswegen bin ich drauf gekommen, dass hier noch eine Quest ist. Guten Tag. Der Herr. Unter anderem enthält diese Liste Kiste aus dem Besitz von M. Hast du nicht gesehen. Kiste aus dem Besitz von Hauptmann hast du nicht gesehen. Cool. Na gut. Wir plündern ihn erstmal. Viele Quests sind halt wirklich nur beschaffe dies und das. Und das ist irgendwo ein bisschen arm. So wie hier halt. Ne? Du gehst irgendwo hin und beschaffst es. Ja. Das wäre auch schön und so, ne? Die Köpfe beschaffen. Moment, das ist aber eine ganz andere Quest, oder? Madame Tsunade. Tsunade. Tussauds. Wie gesagt, ich habe Naruto geguckt. Oh, nicht schlecht. Gut. Das war nicht die Quest, die ich suchte. Deswegen werden wir zum anderen Punkt gehen. Ist ja nichts dabei. Oh, guckt euch das mal an, wie weit er springen kann. Das ist so unrealistisch. Und hier kann er plötzlich nicht hochspringen. Das Klettern ist einfach so absurd. Ich habe keine Ahnung, was das alles soll. Naja, gut. Madame Tussauds Auftrag haben wir jetzt auch erledigt. Haben wir ja vor Ewigkeiten mal angefangen. Naja, vor Ewigkeiten, vor ein paar Folgen. Und jetzt gucken wir mal. Was warst du hier? Die Leiche untersuchen. Wir machen ja derzeit die Leiche untersuchen. Nebenquests sind also diese grün markierten Plätze. Jetzt habe ich es auch mal gerafft. Und da gehen wir jetzt gerade hin. Sehr schön. Jetzt kommen wir doch langsam aufeinander. Ich meine, das Gute ist, hier ist auch gleich eine Quest.
Verstehen. So ist die Kiste so komisch markiert. Hä? Jetzt plötzlich nicht mehr? Kannst du dich einfach auf die Köpfe springen? Mann, in Assassin's Creed in den anderen Teilen ging das auch easy. Ich kann doch ein Doppelattentat. WTF. Wozu habe ich das dann gelernt? Elite-Lehrling erreicht. Moment, ich habe einen Rang erreicht. Okay, hat nichts gebracht. Credo-Punkte. Gut, Credo-Punkte sind nicht die, die ich haben wollte. So, die Truhe ist verschlossen. Ich habe natürlich keinerlei Dietriche mehr übrig. Dietriche können Geschäften gekauft werden. Gut, dann muss ich Dietriche kaufen. Ah, ein neuer Novize. Wir benutzen die Kelche, die ihr brachtet im heutigen Ritual. Tretet ein. Ach, wir sind schon wieder hier. Oh Mann. Ich werde dieses Geheimnis wohl nie lösen. Ich habe keine Ahnung. Und Brüder von Baphomet. Wir über oh, hier waren wir noch gar nicht. Aber ich check nicht, was wir hier unten machen sollen, ganz ehrlich. Wir kamen zusammen, um dir, Jeanne, für deine Tapferkeit. Ja, komm, halt's mal. Ich übergebe. Na gut, sprechen wir mal mit der Troller hier. Madame Tussaud. Ihr habt sie. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh, in was für einer Welt wir leben. Yay! Erinnerung abgeschlossen. Woohoo. So, trotzdem wollten wir noch die Leiche untersuchen. Deswegen laufen wir da als nächstes hin und hoffen, dass wir einen richtig coolen Auftrag haben. Moment! Das habe ich gesehen im Augenwinkel. Guten Tag. Ich will wirklich nichts von euch. Doppeltes Attentat, Mann! Doppeltes Attentat! Was verstehst du daran nicht? Hat jemand einen Dietrich für mich? Naja. Kirschbomben voll, ja, das ist schön. Also, alles kann man klauen, aber Dietrich anscheinend nicht. Theoretisch könnte ich da zum Geschäft gehen. Übrigens macht er sehr, sehr lächerliche Aktionen beim Klettern. Und sich dabei zu drehen. Ich meine, für uns sieht das ganz cool aus. Denkst du, ah, was für ein cooler Move. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, ihr wärt das. Ihr klettert irgendwo hoch, keine Sau guckt zu und ihr macht irgendwelche Tricks. Also ganz ehrlich. Wozu? Wozu? Hallo, Laden? So, ich will Dietriche kaufen. Fähigkeiten? Ich kann das auch kaufen? Ich glaube, dafür kann ich auch Start drücken, ganz ehrlich. Naja, Verbrauchsgegenstände. Dietrich. Ich will mehr als einen Dietrich kaufen. Boom. So, jetzt im Besitz 5 Dietriche. Nice. Berserkerklinge. Ich will die Phantomklinge haben. Ich meine, das ist nichts anderes als ein Blasrohr anscheinend. Naja, gut. Was soll's. Weiter und zu unserem Auftrag. Dafür müssen wir immer noch weiter in die Richtung. Ich lasse mich viel zu leicht ablenken, kann das sein? So. Das Einzige, was wir mal machen könnten, ist eine sehr schwierige Mission. Werden wir früher oder später machen. Ich will jetzt aber nicht abgelenkt werden von meiner jetzigen Mission. Aber wir werden es noch machen, versprochen. Was wollt ihr von mir? Doppelattentat, Mann! Doppelattentat! Was stimmt mit dir nicht? Ich verstehe es nicht. Warum macht er es nicht? Ich habe es doch extra gelernt. Irgendwas mache ich falsch. Naja, halt's mal. Komm, lass mich in Ruhe. Na, zumindest ist die Medizin jetzt voll. Muss ich vielleicht für ein Doppelattentat noch irgendwie was anderes drücken? Oder geht das nur irgendwie
Von hinten? Ich hab keine Ahnung. So, nun müssen wir aber im Kloster angekommen sein. Vor allem, wir haben hier die Folge angefangen. Irgendwo hier in der Nähe. Sind da drüber gelaufen und jetzt sind wir wieder hier. Klasse, ne? Wahrscheinlich ist das die abgeschlossene Tür, wo ich nicht hinkomme. Gibt's hier eine Treppe? Ah, Treppe. Schön. Ich vermute mal, dies ist eine Leiche. Ein toter Mönch, Bruder John, stranguliert mit einem Rosenkranz. Er scheint von seinem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade an seinem Tisch schrieb. Oh, eine Kiste. Persönliche Gegenstände. Außerdem auf dem Boden der Truhe eine einzige Seite, die aus einem Buch gerissen wurde. Von 7 Zweigen werden sie auf 3 reduziert. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die 2 werden vom Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Nostradamus. Eigentum von Bruder John. Okay, 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 okay. Das ist Eigentum vom Bruder, der getötet wurde. Sagt mir jetzt gar nichts. Ja, das ist ja schön, aber... Was ist das? Zerknülltes Papier. Der tote Mönch hält ein zerknülltes Papier umklammert, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde. Darauf steht, schuldig! Ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue. Denn es wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen. Ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld augenblicklich bekennen, bevor der Eintrag ist unvollständig. Bevor von 7 Zweigen werden sie... Nein, das ergibt keinen Sinn. Aber da fehlt halt oben links ein Stück. Na gut, gucken wir es mal weiter. Bist du ein Mönch? Herr im Himmel, Bruder Stanislas, Bernard und sogar der geschätzte Bruder Benoit und dann Bruder Jean, alle tot. Das begreife ich alles nicht. 3 Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Aussage von Abor. Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt. Seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Cool, ja. Kloster, Leiche von Bruder Bernhard. Das ist vermutlich noch eine Leiche, mit Blut sogar. Leiche von Bruder Stanislaus. Gut, gucken wir weiter. Noch haben wir nicht wirklich viele Indizien. Persönliche Gegenstände. Beachtenswert ist ein riesiges Buch, voll mit faszinierter Vierzeilern. Die Prophezeiung des Nostradamus. Irgendwas mit der Prophezeiung zu tun. Gut, sprechen wir dich mal an. Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. Okay. Es hilft mir alles noch nicht so wirklich weiter, ne? Was haben wir denn hier? Dritte Untersuchungszone. Beschuldigen. Bist du auch ein Bruder?
Warum bist du gelb? Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Gucken wir uns das Feuer mal genauer an. Vergiftete den Wein im Fass, doch ich schenkte ihn aus. Wüsste er, dass ich gestehen will, würde er nicht zögern, mich eigenhändig zu töten. O, verflucht sei der Tag, an dem Nostradamus Voraussagen je in Honoris Besitz gelang. Er ist verrückt und er hat mich ebenfalls in den Wahnsinn getrieben, doch ich bin Honoris. Ja gut, alles deutet jetzt auf Honoris hin. Wie auch immer Honoris ist. Das Lustige an der Geschichte ist, der hier ist ganz alleine. Ich kann nur ihn beschuldigen. Bist du Honoris? Bruder Benedikt, okay. Da muss ich Honoris finden. Auf zur Suche nach Honoris. Der muss hier irgendwo sein. Mal sehen, was haben wir denn noch hier in der Nähe? Doch sind wir hier ja im Auftragsgebiet, ne? Da ist noch ein neuer Mönch. Quatschen wir den mal an. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Ein Hinweis fehlt uns noch. Den werde ich jetzt auch nochmal suchen. Aber ich schwöre euch, es ist Honoris. Das ist schon ein richtig böser Name, Honoris. Also, es scheinen nur noch zwei zu sein, weil Bruder Jean gehört ja zu den dreien, die überlebt haben. Jetzt ist er auch tot. Das heißt, einer von beiden muss ja der Mörder sein, ne? Mir fehlt ja aber irgendwo noch ein Hinweis. Ich sehe hier aber ehrlich gesagt keinen mehr. Warum lässt der Adlerblick da? Ach doch, du bist Nummer 3, ja? Ups, sorry. Also doch 3. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Ja, es gibt nur einen Täter und das bist du, Honoré. Du hast schon so einen sehr verdächtigen Namen, wie ich finde. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine hin, den Verschwörern verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Ja, ich habe den richtigen gefunden, würde ich sagen. Da gibt es keinen Zweifel, Freunde. Ich mach sie alle knastgefängnisfrei. Bereit. Ich würde schon Krankenhaus sagen, aber Krankenhaus ist jetzt nicht das Richtige in diesem Falle. Nun denn, Auftrag erledigt, es ist der Mönch Honoré mit dem sehr bösen Namen. Und wenn wir es eines Tages schaffen, aus dem Ladescreen rauszukommen, dann wissen alles wir auch. Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch, selbst dies. Hab's keine Lust. Also du. Der ist doch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Irren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. In 9 von 10 Fällen? Was? Ja, danke für das Geld. Schuldige Person ohne falsche Anschuldigung gefunden. In dem Fall, hm? Kommt er nicht weiter? Eine harte Nuss, wie? Ja, fortfahren. Und jetzt? Nichts, hm? Das habe ich mir gedacht. Ein Professor wurde tot in einer Schule nördlich der Luxemburg-Gärten gefunden. Vielleicht lief ein Experiment schief. Oder es war nur der perfekte Vorwand für einen Mord. Ja gut, was genau da passiert ist, erfahren wir nicht weiter?
Eine harte Nuss, wie? In vielen späteren Tagen wieder, denn ich werde jetzt nicht jeden Tag einen Fall lösen. Wir sehen uns, haut rein, euer Zero. Tschüss.